Hallo, herzlich willkommen zurück auf der Stage 1. Ja, ein kleiner Applaus für mich, dann fühle ich mich besser. Ah, nice, das ist schön. Vielen Dank. Ja, ich bin nämlich ein bisschen aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt, wenn man so Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, trifft. Das ist immer so ganz besonders für mich. Im Fernsehen gibt es ja viele Leute, die viel quatschen, aber nicht wirklich Ahnung haben. Der nächste Mensch hat wirklich Ahnung und hat das auch schriftlich mit einem Abschluss in experimenteller Teilchenphysik. Er hat dann aber sich entschieden, seine Intelligenz nicht in der Wissenschaft nur zu benutzen, sondern als Journalist sein Wissen und sein Wissensdurst zu verbreiten. Und er wird heute über ein ganz spannendes Thema reden, und zwar, was ist, wenn Maschinen lernen können? Was ist, wenn Maschinen Entscheidungen für Menschen treffen und die vielleicht vermeintlich besser sind oder auch nicht? Und das ist ein Thema, über das wir jetzt reden sollten, zusammen mit Ranga Yogeshwar. Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist sowas von heiß. Also eigentlich hätte ich Lust gehabt, die ganze TinCon unter Wasser zu setzen und dann würden wir alle so im Pool miteinander wabern. Das wäre, glaube ich, irgendwie besser. Ich möchte mit euch über ein Thema reden, was eigentlich total wichtig ist, wo ganz viel passiert. Meine Schwierigkeit dabei ist, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt, dass vielleicht der Kenntnisstand unterschiedlich ist. Und genau deswegen gibt es hier dieses Mikro. Da drin ist ein Mikro, da vorne auf dem Kreuz muss man reinreden. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach kurzes Handzeichen, ich schmeiß das Mikro rein. Ich bin total flexibel, denn mir geht es heute Abend oder heute Mittag darum, dass ihr, wenn ihr hier rauskommt, eine Vorstellung davon habt. Okay? Ich möchte anfangen mit zuerst einmal, worum geht's hier? Mensch und Maschine. Wer programmiert wen? Wer von euch hat schon mal von künstlicher Intelligenz ein bisschen mehr als nur gehört? Zeigt einfach mal auf, so, okay? Gut, bisschen darüber gelesen auch? Ja? Super, das ist schon mal eine super Voraussetzung, denn ich gehe der Frage nach, okay, wird künstliche Intelligenz uns irgendwann möglicherweise überholen? Ne? Ich fange an mit dem ersten Bild und das erste Bild ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber nur auf den ersten Blick. Habt ihr mitbekommen, Astro Alex ist oben. Ich habe gerade noch geguckt, weil er wird demnächst andocken an die ISS. Und bei seiner Mission hat er auch sozusagen das erste Mal einen Assistenten dabei. Also so eine Kugel mit 16 Mikrofonen, mit Intelligenz, die durch die ISS schwebt und ihm helfen soll. Und sagen soll, okay, was passiert da, was passiert nicht. Die spannende Frage dahinter ist einfach für jeden von uns, können wir uns das vorstellen? Hm? Und bevor ich meinen Vortrag jetzt im Detail hier mache, möchte ich euch ein Video zeigen, weil dieses Video eigentlich super cool ist, weil es ein bisschen genau das ist, was ich selber hier mache. Nämlich ich erzähle über eine Zukunft, ja. Alle Fakten habe ich gut recherchiert und insofern könnte man denken, okay, am Ende des Tages wird man es verstanden haben und meine klare Antwort ist nein, man wird überhaupt nichts verstanden haben. Ich verstehe auch nichts und dieses Video ist ein bisschen, wenn man so will, eine Metapher, also ein Bild für das, was ich hier mache. Ihr werdet gleich dieses Video sehen, das dauert 1:30 und nach einer Minute werdet ihr das Gefühl haben, hey Ranga, warum zeigst du uns das Ding? Weil was hat das mit dem Thema zu tun? Haltet es aus. Es ist eine Sendung, die läuft in den USA und es ist ein kurzes Stück, so eine Art Talentshow. Und bei dieser Talentshow ist es so, wenn das Video läuft. I'm a street painter and I'm going to do a painting in a minute and a half. Also das ist so ein talentierter Typ, der okay. Malt. Okay? Und der hat genau 1:30, um seine Kunst vorzustellen. Und so wie er malt, werde ich euch gleich ein bisschen etwas über künstliche Intelligenz und über die Zukunft erklären. Und ihr werdet mir zustimmen, wenn man sich das so anguckt, denkt man, oh Gott. Ja? Ihr könnt die Musik ein bisschen hochsetzen. Ich finde, die Musik schwingt ein bisschen. Ja. Ha. Man muss sich vorstellen, das ist eine Sendung, die läuft Kommerzfernsehen und ihr werdet gleich an der Stimme der Moderatorin hören, dass sie denkt, oh Gott,
Mir gehen die ganzen Zuschauer weg, also die schalten irgendwann um. Hört genau hin. 45 seconds, D. Here we go. Merkt ihr, die fängt an, nervöser zu werden. Come on, guys, we can figure this out. All right, it's coming down to the wire. 15 seconds, D. Come on. Give us a five. Come on. Hat's bei euch Klick gemacht? Bei wem hat's Klick gemacht? Nur mal gerade zeigen. Wer hat das vorher nicht gesehen und nur durch das Drehen plötzlich erkannt? Zeigt mal eure. Okay, ne? Und genau das ist ein bisschen das Problem, was man hat. Man kann alles erklären, aber die künstliche Intelligenz oder überhaupt die Welt der Digitalisierung führt dazu, dass unser Blick auf ganz viel sich total ändert. Und das bedeutet, wir haben oft die falsche Perspektive, wir wissen gar nicht, hey, um was geht es da? Es gibt so ein paar Beispiele, da kann man das vielleicht noch verstehen, wenn man die Technik nimmt, ja? Die Entwicklung hat ganz viel mit Technik zu tun. Ich zeige euch nur mal zwei Beispiele. Wenn ihr euer Handy nehmt, ich überspringe immer eine Generation, bei meinem Handy ist so, im Moment hat es 256 Gigabyte Speicherkapazität. Ich bin selber Elementarteilchenphysiker und was ihr im Hintergrund seht, ist ein Rechenzentrum aus meiner Studienzeit. Und schaut mal, da seht ihr hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, diese Waschmaschinen, könnt ihr die sehen? Ja? Eine einzige Waschmaschine, das waren die Trommelspeicher von damals, hatte 500 MB. Jetzt macht euch klar, was ich in der Hosentasche habe. 256 Gigabyte, das sind also über 500 Waschmaschinen. Das heißt, in meiner Hosentasche, in eurer Hosentasche habt ihr mehr Speicherkapazität als in dem großen Rechenzentrum von damals. Und das zeigt im Grunde genommen, die Technik, ja, geht immer weiter und diese Verdopplungszeit geht immer schneller. Es ist so, dass das nicht nur für die Speicherkapazität, sondern auch für die Geschwindigkeit gilt. Da zeige ich euch jetzt ein Bild. Meine Frau sagt immer, zeig das nicht, du sahst scheiße aus. Das war ich damals als junger Hecht, so in den 1980er Jahren. Und ich habe damals für 3 Wochen den Geschwindigkeitsrekord im High-Speed Computing in Europa gehabt. 3 Wochen. Und wow, ne? Da war ich damals, ja. Und der Computer, den seht ihr hier, das war damals eine Cray XMP, das war ein Knallerding. Es gab eine einzige in Europa. Und die kostete, seht ihr das, 15 Millionen US-Dollar. Das war ein richtig heißer Rennwagen von damals und der schaffte 200 MFLOPs. MFLOPs steht für Millionen Gleitkomma-Operationen pro Sekunde. Das Wort könnt ihr sofort vergessen. Stellt euch einfach vor, das ist eine Geschwindigkeit. Ja? Also 15 Millionen Dollar für 200, Tempo 200. Heute könnt ihr einen Desktop kaufen, der kostet unter 2000 Euro und der hat nicht mehr 200, sondern 22 Millionen Megaflops. Also in anderen Worten, in der Hosentasche mehr Speicherkapazität als im Rechenzentrum von damals und auf dem Schreibtisch mehr Computerpower als alle Supercomputer. Und das ist genau das, was diesen technischen Fortschritt im Moment so unglaublich antreibt. Das heißt, die Entwicklung im Bereich von digitaler Technik ist das, was dazu führt, dass zum Beispiel euer Handy etwas ist, was technisch gesehen ein Wunderwerk ist, weil es Kameras hat, weil es Sensoren hat, weil es einen relativ leistungsstarken Prozessor hat. Und all das geht immer schneller. Immer schneller heißt, ich zeige euch einfach mal so eine Entwicklung, weil das macht man sich heute nicht klar, aber das ist genau die Welt, in der wir heute leben, dass Dinge, die neu sind, morgen schon zur Regel werden. Ganz kurz, sieht ein bisschen abstrakt aus, aber ich gehe es mit euch durch. Hier unten seht ihr den langen grünen Balken. Das sind 75 Jahre, die das normale Wählscheibentelefon brauchte, um 100 Millionen Nutzer zu haben. 75 Jahre. Und jetzt guckt mal in eure Welt, Facebook,
WhatsApp, Instagram, ja, Instagram nicht mal 3 Jahre und 100 Millionen Nutzer. Das heißt, was heute kommt an Neuem, ist bereits morgen die Regel. Also das geht wahnwitzig schnell mit all den Dingen, die dann als Konsequenz daherkommen. Also ein Beispiel ist Uber oder MyTaxi oder so, eine App zu haben, mit der man mit dem Telefon jetzt ganz viele verschiedene Dinge machen kann. Und wichtig dabei ist, das ist global. Ja? Also eine Seite von mir kommt aus Indien, ich bin manchmal in Indien. Und in Indien ist es so, da kannst du inzwischen die Autorikscha mit der App ebenfalls bestellen und damit fahren. Was natürlich eine totale Enttäuschung ist, weil all diese abenteuerlichen Fahrten, das Handeln und so weiter, das entfällt alles. Das geht heute so. Oder ein anderes Beispiel ist Selfie und so. Das ist eine Kultur, die eben nicht nur bei uns ist, sondern wirklich global. Es ist im Grunde genommen eine Veränderung. Wenn ihr euch mal klar macht, das Smartphone ist nicht so alt. Es ist ja 11 Jahre da. Und man sich einfach mal vorstellt, dass egal wo ich durch die Welt gehe, sehe ich im Grunde genommen eine Kultur, die ganz ähnlich ist. Also das Bild hier habe ich zum Beispiel in Madagaskar gemacht und da seht ihr genauso Smartphone-Werbung wie hier. Und das hat zur Konsequenz, dass im Grunde genommen diese Kultur des Neuen eine ist, die wirklich global ist. Nun, was ändert die? Und das ist so die erste Phase. Die erste Phase ist, es passiert etwas, und das spürt ihr alle schon, nämlich da ändert sich eine Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren oder wie das Leben, wie die Gesellschaft organisiert ist. Früher war das so top-down, ja? Also da gibt es einen oben, da gibt es den Rest unten, da könnt ihr jetzt einsetzen, Lehrer, Schüler oder was weiß ich, in der Industrie, ja, der Produzent und wir, die Konsumenten. Und genau das ändert sich durch die digitale Revolution, weil im Grunde genommen es so etwas wie eine Angleichung der Stärke gibt. Also es ist einfach heute so, dass nicht mehr der Einzelne sendet und der Rest empfängt. Denkt mal an die Wörter, ja? Wir reden im klassischen Fernsehen vom Zuschauer, vom Zuhörer oder vom Leser. Und Leser, Zuschauer und so weiter hat ja eigentlich etwas sehr Passives. Also man schaut nur zu, man hört nur zu, aber man kann nicht miteinander diskutieren. Genau das ändert sich durch im Grunde genommen die neuen Technologien. Man könnte auch sagen, die Fließrichtung hat sich umgedreht. Also aus den Massenmedien von damals sind jetzt inzwischen die Medien der Massen geworden. Also jeder von euch ist ein Sender. Wer von euch ist bei Instagram oder so? Okay. Wer von euch ist bei Facebook? Das ist auch cool. Wer von euch hat eine Frage? Okay, warte, ich schmeiß dir das Mikrofon rüber. Sagst du mir auch deinen Namen? Fast. Hi, ich bin Toni und mir ist jetzt bisher bei Ihrem bisherigen Vortrag ein Film in den Sinn gekommen. Ja. Ich habe leider den Titel vergessen, aber es geht darum, dass sich ein Mann in seine Alexa, die es damals noch nicht gab, verliebt. Das heißt, er kann sich irgendwie keiner Frau so wirklich anpassen, sondern verliebt sich einfach nur in diese Stimme. Ja. Und ich frage mich, ob sowas irgendwann vielleicht auch passiert. Also, dass man vielleicht sogar ganz aus diesem Kontakt mit Menschen rauskommt. Und es wird ja jetzt schon gesagt, dass durch diese Smartphone-Sucht, die viele Leute aufweisen, soziale Kontakte irgendwann total vernachlässigt werden. Aber könnte sowas auch aus diesen künstlichen Intelligenzen heraus entstehen? Super Frage und ich sage euch ganz offen, ich stelle meinen Vortrag immer um. Also wenn ihr eine Frage habt, möchte ich auch wirklich darauf antworten. Du hast die Frage gestellt, die total spannend ist und hochaktuell. Ich werde euch gleich ein Video zeigen. Das ist relativ neu und zwar geht es darum, ihr kennt Alexa oder Google, ja, also Sprachassistenten. Und man hat hier Folgendes gemacht. Man hat bei Google weitergearbeitet und gesagt, okay, wir haben ein System und ich kann dem Assistenten sagen, lieber Assistent, mach mir einen Termin beim Friseur. Okay? Und jetzt zeige ich euch ein Video und bei dem Video müsst ihr auf Folgendes achten. Da redet also eine Maschine mit
einen Friseursalon mit einer Frau und die Frau merkt nicht, was los ist. Okay? Vielleicht kennt ihr es. Also links ist Google und rechts ist... Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Die Maschine sagt, Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa. Ihr habt gehört, die Maschine redet mit dem Menschen und der Mensch checkt das nicht. Findet ihr das okay? Wer findet das okay? Wer sagt, so wie ich, meine These ist, wir dürfen uns nicht verarschen lassen und in Zukunft müsste eigentlich eine Maschine immer sagen, hallo, ich bin eine Maschine, damit genau das, was du gefragt hast, nicht passiert. Wie ist deine Meinung? Ja, also ich finde, mir wurde gerade von einem netten Herrn gesagt, dass dieser Film Her heißt und mit Her verbindet man ja eigentlich eine Person und keine Maschine. Ja. Und ich würde sagen, sowas ist ziemlich gefährlich, denn wenn man schon so weit ist, dass man reale Personen mit einer Maschine verwechselt, dann ist da, glaube ich, also zumindest in meinem Gefühl, irgendwas im Unlot. Ich möchte euch vielleicht mal mit euch ein Experiment machen, wenn ihr Lust habt. Ja. Nämlich in der Wissenschaft spricht man auch von einem sogenannten Turing-Test. Ja? Turing-Test heißt Folgendes. Man geht hin und man macht einen Test, wo eine Maschine da ist, wo ein Mensch da ist und die Frage ist, könnt ihr das noch unterscheiden? Ja? Und wenn ich einen Moment lang ausholen darf, ich mache gleich einen Test mit euch, aber ich möchte euch vielleicht kurz zeigen, wie im Grunde genommen diese Technik funktioniert, denn das Wort habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, Machine Learning oder neuronale Netze. Ja? Was? Schmeiß das Mikrofon... Sagst du auch deinen Namen? Du musst einfach oben ins Kreuz. Kai. Hallo Kai. Entschuldigung. Ja, also es gibt ja einmal neuronale Netze und einmal einfaches maschinelles Lernen. Ja. Und das eine beschreibt einfach nur, dass es halt testet, ob es besser ist, jetzt zum Beispiel, wenn man irgendeine Gensequenz hat und lässt sie sozusagen gegeneinander antreten und... Ja. Guckt dann, was halt überlebt hat und errechnet halt daraus dann eine bessere Sequenz, die dann halt, das dauert halt ein paar Stunden, Tage, kann man sich überlegen, mit welcher Kapazität und Rechenleistung man das betreibt. Ja. Und dann halt neuronale Netze, das ist dann halt eine Simulation meist von einem Gehirn, also wird versucht. Kai, ich zeig dir was. Also, du hast völlig recht. Ja, du kannst, okay, schmeiß mir das Mikrofon hoch, dann kann ich, aber so. Du hast völlig recht, denn man hat Folgendes festgestellt, und das ist etwas, was uns selber eigentlich gar nicht so bewusst sind. Wir sind absolute Champions in einer Eigenschaft, nämlich, ich zeige euch ein Beispiel, wenn ihr diese Zahlen seht, okay? Und ich würde euch die Frage stellen und sagen, okay, kreist bitte alle Ziffern mit der 3 an, dann ist das für euch überhaupt kein Problem, ja? Also jeder Mensch schafft das locker. Und wenn ihr genau hinschaut, merkt ihr, die 3 ist total anders geschrieben als die 3 hier oben oder die. Das heißt, obwohl Sachen sehr unterschiedlich sind, kann man sie dennoch als Mensch relativ einfach erkennen. Und man hat lange gerätselt, woran liegt das? Und der Hintergrund ist, dass man gesagt hat, wir haben alle in uns ein Gehirn. Ja? Die meisten jedenfalls. Also das hier ist mein Gehirn. Wenn ihr mal guckt, ja, seht ihr die Nase hier vorne? Guckt mal meine Nase. Also das ist, hier ist mein Gehirn drin. Das ist auch übrigens ein total komisches Gefühl, wenn man sein eigenes Gehirn sieht. Ja? Also manche sehen vielleicht dann nicht viel, andere mehr. Oder ich sage immer, wenn ich die Folie zeige, sage ich immer, die gute Botschaft ist, da ist überhaupt Gehirn. Für Leute, die im deutschen Fernsehen sind, ist das nicht selbstverständlich. Aber
wenn ihr mal genau guckt, wie euer Gehirn aufgebaut ist, ist es so, es gibt sehr viele sogenannte Neuronen, Nervenzellen. Und das Gehirn ist voll davon und der Trick besteht offensichtlich darin, diese Neuronen sind immer mit anderen Neuronen verkoppelt. Also hier die weißen Punkte sind die Gehirnzellen, die Neuronen, die sind mit anderen verkoppelt. Und irgendwie fließt in das Gehirn was rein, zum Beispiel ein Bild von einer 3. Und es kommt dann etwas raus, nachdem es durch dieses Netzwerk gewandert ist, nämlich das ist eine 3. Oder wenn wir uns überlegen, ich sage mal ein einfaches Beispiel, ich springe mal gerade an die Stelle, aber dann kann man es wirklich total einfach verstehen, weil ihr, oder wir haben das alle mitgemacht. Ich gehe nochmal kurz ein paar Jahre zurück bei euch, ein paar Jahre mehr bei mir. Das Lernen ist nichts anderes als das Programmieren dieses neuronalen Netzes. Ja? Also als ihr angefangen habt, zum Beispiel zu sprechen oder zu lesen, gab es wahrscheinlich eine Situation so ähnlich wie hier. Ihr habt Bilderbücher geguckt, und Mama hat gefragt, was ist das? Und dann kam die Antwort, das ist ein Hund. Ja? Und was ist das? Das ist eine Katze. Das heißt, wir programmieren uns. Und das Erstaunliche dabei ist, dass wir, das menschliche Gehirn, in der Lage ist, dann dieses neuronale Netz extrem gut zu abstrahieren. Das heißt Folgendes, ich mache es mal an einem Beispiel deutlich, bei der jede normale Maschine überfordert wäre. Das ist unser Hund, ja? Bubu oder Shanti, wir nennen sie immer Bubu. Und jeder Mensch hat die Fähigkeit, über dieses neuronale Netz sehr schnell zu erkennen, okay, wir können den Menschen wiedererkennen, obwohl er vielleicht ein bisschen anders aussieht. Wir können diesen Hund wiedererkennen, obwohl er manchmal ein bisschen aussieht. Also auf den Bildern, ja, ist das kein Problem. Ihr könntet sogar hier sagen, oh ja, das war sie, als sie klein war. Oder wenn die Frage ist, wo ist Bubu, ja, wenn ihr genau aufgepasst habt, wisst ihr, wo sie ist? Hä? Wer sagt 1, 2, 3? Wer sagt 1? Wer sagt 2? Wer sagt 3? Es ist 3, das ist Bubu, das ist Kira, also das sind Freunde von uns. Oder wo eine Maschine garantiert komplett überfordert wäre, ist aus diesem Bild rauszulesen, das ist nicht nur ein Hund, sondern das ist Bubu. Und das ist eine große Schwierigkeit gewesen bis heute, dass man das nicht diskret programmieren kann. Und genau da kommen eben diese neuronalen Netze ins Spiel, weil, was man machen kann, ihr erinnert euch, ich habe immer gesagt, die Computer werden immer besser in der Rechenleistung und man hat eben heute eine Möglichkeit, das klingt total abstrakt, aber so ein neuronales Netzwerk mathematisch zu beschreiben. Also zu sagen, da geht irgendwas rein, dann habe ich eine Funktion, die kann ich mathematisch beschreiben und dann schaltet es durch und das mache ich nicht nur bei einem, sondern das mache ich bei ganz vielen und da mein Computer so leistungsfähig ist, schaffe ich das. Und genau dadurch schaffe ich dann zum Beispiel Zahlen wie diese hier zu erkennen. Also was man macht, ist, man füttert die Zahlen rein und nach korrigiert sich das Netzwerk, lernt, wenn man so will, und kann diese Zahlen identifizieren. Und bei einigen Bildern ist es inzwischen so, dass der Computer besser ist als der Mensch. Also wenn ihr euch mal diese Linie anguckt, seht ihr, wie ist die Fehlerquote, die war am Anfang relativ hoch, aber die sackt dramatisch nach unten und inzwischen liegt sie hier unterhalb der gelben Linie. Diese gelbe Linie ist wichtig, weil das sind wir. Das heißt, Maschinen sind heute in einigen Bereichen besser als wir Menschen. Sie sind besser im Erkennen von Verkehrszeichen oder von anderen Dingen. Aber jetzt komme ich zu dem versprochenen Turing-Test, um euch mal zu zeigen oder ein Gefühl dafür zu geben, wie weit sind wir. Und zwar kann man die füttern mit Bildern, mit Zahlen, mit Verkehrszeichen oder mit Musik. Ja? Und das hat man gemacht. Ich habe ein paar Beispiele von, das sind Freunde aus London, bei Google DeepMind arbeiten die. Und es geht um Klaviermusik. Und zwar stellt ihr euch vor, das System wurde programmiert mit Klaviermusik und ist jetzt in der Lage, selbstständig Klaviermusik zu komponieren und zu generieren. Und daneben gibt es natürlich auch Menschen, die Klaviermusik spielen. Und jetzt habe ich einen Test mit euch vor, nämlich ich werde euch 3 Beispiele zeigen. Und meine Frage an euch ist, könnt ihr unterscheiden, was ist die Maschine, was ist der Mensch? Okay? Aufgabenstellung klar? Erstes Beispiel, Frage Mensch oder Maschine?
So, wer von euch sagt, das war ein Mensch? Hände hoch. Wer von euch sagt, das war eine Maschine? Gut, merkt euch, was ihr gesagt habt. Ich verrate es euch gleich, aber hier kommt zuerst Beispiel 2. Wer von euch sagt Mensch? Wer von euch sagt Maschine? Du sagst Maschine? Ja? Maschine, Maschine? Das sind meine Töchter. Hallo. Aber das erste war eine Maschine. Drittes Beispiel. Nur mal so. Hm? Jetzt wird's schwer. Mensch oder Maschine? Wer sagt Mensch? Wer sagt Maschine? Dritte Frage. Wer von euch ist sich unsicher? Guckt euch um. Das ist das Problem, was wir haben. Wir sind uns unsicher. Das bedeutet, wir kommen allmählich in die Phase rein, wo wir das nicht mehr unterscheiden können. Wo wir nicht mehr sagen können, ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine? Okay? Das gilt für Musik. Das gilt für Sprache. Jetzt gucke ich mal, ob ich ganz schnell, weil ich versuche einfach flexibel auf das zu reagieren, was hier ist. Man kann auf die Art und Weise anfangen, Systeme zu haben und die programmiert man, zum Beispiel mit bekannten Malern. Ja? Ihr kennt vielleicht Van Gogh. Kennt ihr Van Gogh? Ja? Okay. Man hat ein Foto und dann sagt man dem neuronalen Netz, okay, male mir oder verändere dieses Foto so, als hätte Van Gogh es gemalt. Und dann kommt das raus. Die Maschine macht das autonom. Oder hier bei Turner oder Edvard Munch, kennt ihr vielleicht Der Schrei, hier unten das bekannte Bild, kann man kaum sehen. Das heißt, diese Systeme lernen, wirklich uns zu kopieren. Und ich zeige euch jetzt ein Video, weil das gilt auch für Bilder. Und das ist insofern wichtig, weil wir anfangen müssen, wir kommen in die Phase rein, wo Bilder nicht mehr dieselbe Aussagekraft haben wie vorher. Ich erkläre euch ganz kurz zuerst, um was es geht. Das sind Wissenschaftler von der University of Washington, die machen Folgendes. Die nehmen Sprache, und das habt ihr wahrscheinlich selber schon mal probiert, Sprache rein, und dann kann man sozusagen diese Sprache mit dem Mund nachmachen, okay? Nur dieses Mal ist es so, das macht ihr nicht, sondern das neuronale Netz macht es. Also hier kommt das Video, vielleicht kennt es der eine oder andere. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. Okay, das ist Obamas Stimme. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. Guckt euch das Bild gut an. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Das Bild ist fake. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual or transgender. Aber man hat die Stimme auf dieses Bild gesetzt. I visited with the families of many of the victims on Thursday. Okay. And one thing I told them is that they're not alone. The American people and people all over the world are standing with them. And we always will. Most of us don't get our Jetzt ganz kurz zum Prinzip. Ne? Man hat die Stimme, das neuronale Netz hat gelernt, daraus die Mundbewegung zu formen. Weil Stimme und Mundbewegung kann man verstehen. Der nächste Punkt ist, man kann Textur draufgeben. Der dritte Punkt ist, das System versteht Licht und so. Das heißt, Licht einfallen und so wird automatisch draufgesetzt. Und das vierte ist, genau das wird eingesetzt in ein anderes Bild, und das bedeutet, die Kopfbewegung oder die Bewegung überhaupt muss mitgetrackt werden. Auch das geht automatisch, und am Ende habt ihr ein Bild, wo Obama etwas sagt, was er noch nie gesagt hat. Not to mention the job training that helps folks earn new skills to fill those jobs. The also results are clear. Ihr merkt an der, America's businesses have created 14.5 Wir kommen in eine neue Phase. Ja? Wir sind uns bei der Stimme nicht mehr sicher, wir sind uns bei Bildern nicht mehr sicher, bei vielen anderen, aber ich bin mir sicher, du hast eine Frage. Hoppla. Sagst du mir deinen Namen auch? Ja, ich bin Josie und. Hallo Josie. Genau, das war ja jetzt quasi Deepfake.
richtig? Oder dieses Gesichtstransformation? Ja. Und das gibt's ja, da ist ja auch mal dieser Skandal aufgetaucht, dass es ein Pornovideo von Scarlett Johansson gab, obwohl Scarlett Johansson es nie gedreht hat, weil ihr Gesicht darauf gesetzt wurde. Für wie gefährlich halten Sie dieses Deepfake und was kann man vielleicht dagegen tun, dass es nicht so ausartet? Also zuerst einmal, gut, ich wollte hier keine Pornos zeigen, aus verständlichen Gründen. Aber das Interessante ist, dass wir einfach zunehmend eine Frage stellen müssen, nämlich, ist das Bild echt oder ist es fake? Und das wird total schwer. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, wir müssen anfangen, im Grunde genommen Dinge zu kennzeichnen. Also dann, wenn zum Beispiel ein Roboter mit uns redet, eine Maschine, auch wenn die total menschlich klingt, sollte sie sagen, ich bin eine Maschine. In ähnlicher Weise, wenn wir Bilder haben, werden wir irgendwann wahrscheinlich in eine Zeit kommen, wo wir diesen Bildern so nicht mehr vertrauen, weil wir nicht mehr wissen, ist das ein echtes Bild oder ist das ein gefaktes Bild, was natürlich, wenn ihr mal an die Politik denkt, eine Menge von Konsequenzen hat, weil auf die Art und Weise man sich unsicher ist, okay, wo geht das hin? Denn wir kommen im Grunde genommen in eine Phase, wo, und das kennen wir alle, Nachrichten heute schon geschrieben werden und man auch nicht mehr weiß, ist das richtig oder falsch, ist das echt oder nicht. Ja? In gewisser Weise ist es ja auch wir selber. Ja? Wenn ihr an Profile denkt bei Instagram, bei Facebook, ja, und ihr überlegt einfach mal etwas, wie ist das Profil und wie ist der Mensch? Kennt ihr diese Beispiele, wo man super Profil hat und sagt, boah, Hammer, und dann siehst du den Menschen das erste Mal und sagst, hä? Wie passt das zusammen? Also es gibt inzwischen den Sport, dass wir in der künstlichen Welt anfangen, im Grunde genommen die Dinge zu pimpen. Ja? Und das gilt nicht nur für Instagram, aber was da passiert, glaube ich, ist eine Rückkopplung. Ja? Also ich, ein konkretes Beispiel, das gilt heute für alles, gilt im Fernsehen. Ja? Im Fernsehen arbeiten nur schöne Leute, ja? Manchmal erst nach 3 Stunden Maske, ja, kommen die raus und dann sehen die aus wie ein Hammer. Ich sage euch, ich habe Kolleginnen von mir gehabt, mit denen war ich morgens zum Frühstück verabredet. Ich bin 3-mal an denen vorbeigegangen, weil ich die nicht erkannt hatte. Ja? Also, aber wir wissen alle, die sind alle geschönt. Ja? Da werden die Falten wegretuschiert. Stellt euch vor, ihr habt eine Zeitschrift. Hm? Irgendein tolles Magazin, das liegt zu Hause bei euch auf der Küche. Am Küchentisch. Super Bild. Also ich nehme mal mein Beispiel, ja, super Bild. Tolle Frau. Wow, super schön. Natürlich, die wurde total retuschiert. Aber was passiert im Kopf? Ich gucke das Bild an. Dann gucke ich meine Frau an. Dann guckt meine Frau das Bild an, guckt mich an. Und dann haben wir eine Menge zu diskutieren. Was passiert? Wir haben alle das Gefühl, wir müssten so aussehen wie diese digitale Vorlage. Und ich glaube, eine Gefahr besteht darin, dass man anfängt, sich der Maschine oder der Künstlichkeit anzugleichen und nicht mehr sagt, hey, meine Nase ist ein bisschen krumm, so what, meine Frau hat Falten, wunderbar. Ja? Das heißt, wir müssen lernen, im Grunde genommen zwischen diesem idealisierten, geschönten, befremdlichen und der Realität zu unterscheiden. Ist das so in etwa, hilft das? Gut. Hat noch einer eine Frage, sonst mache ich weiter. Okay, da hinten, warte. Kannst du das Mikrofon an den... Ja, hallo, und zwar... Sagst du deinen Namen auch? Ja, ich bin Johann. Johann? Ja. Hallo Johann. Bist du aus Berlin? Nein, ich komme von ganz weit weg. Von ganz weit her? Ja, von wo? Ich wohne eigentlich an der Nordsee. An der Nordsee? Ja. Und du bist extra hier hingekommen zur TinCon oder ja, zu Hause ausgebüxt oder was? Nein. Okay. Ich wollte fragen, und zwar, der Computer hat ja eine gewisse Sprache, das mit den Einsen und Nullen. Und ja, das heißt ja an und aus. Okay. Ich kann aber jetzt nicht ganz verstehen, wie das denn ablaufen soll, wenn der Computer halt intelligent ist und halt Schlüsse zieht und ja, auch selber denkt, wie das damit an und aus ist. Okay, wie das mit an und aus ist. Was man ja machen kann, ist, man kann mit dem Computer Zahlen darstellen. Ne? Und was wir sehr oft machen, also wenn ihr diese Bilderkennung nehmt, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, also ich spring mal dahin, ich habe jetzt keine Folie, bei der ich das im Detail erklären kann, aber wenn du das Bild eines Menschen hast, sagen wir mal Trump, dann
geht man hin bei diesen Systemen und zuerst einmal wird Trump aufgeteilt in Zahlen. Denn das ist die Magie der digitalen Welt. Auch ein Bild, ein Foto, jedes Foto, was ihr habt, ist eigentlich ein großer Datensatz mit Zahlen. Zahlen, die sagen, der Punkt hell, der Punkt dunkel, der Punkt grün, der Punkt rot. Das heißt, im Grunde genommen ganz viele Zahlen. Mit Zahlen kann man rechnen, okay? Und jetzt kann man hingehen und sagen, gut, ist das Trump oder nicht? Und was man macht ist, man hat im Grunde genommen ganz viele Zahlen, die man vergleicht und dann kriegt man eine Wahrscheinlichkeit raus. Das heißt, der Computer sagt nicht ja oder nein, sondern er sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% ist das Trump, okay? Und auf die Art und Weise werden Entscheidungen gefällt. Das heißt, diese Entscheidungen werden nicht gefällt, indem man sagt ja oder nein, sondern sie werden gefällt, indem Maschinen selber Wahrscheinlichkeiten ausgeben. Das ist übrigens genau das, was bei neuronalen Netzen passiert. Das heißt, du gibst die Daten rein, wie gesagt, Daten können die Daten von Bilder, von Sprache, von sonst was sein. Und am Ende steht hier zum Beispiel, in dem konkreten Fall, Mann oder Frau, okay? Als einfaches Beispiel. Du gibst ein Bild rein und das neuronale Netz soll dir am Ende sagen, ist das ein Mann oder eine Frau. Für uns scheint das oft relativ eindeutig, aber manchmal sind wir ja auch unsicher und sagen, weiß ich nicht so richtig, ne? Kann ich nicht so richtig sagen. Und das tut der Computer auch, das heißt bei diesem neuronalen Netz, wo jetzt überall Zahlen stehen, steht dann hier zum Beispiel 10% Mann, 90% Frau. Das heißt, auf die Art und Weise wird der Computer sagen, es ist eher ein Mann oder eher eine Frau. Aber der wichtige Punkt dabei, und du hast mit deiner Frage etwas angestoßen, was total spannend ist, ist, niemand in der Wissenschaft weiß, was hier drin wirklich passiert. Das bedeutet, wir nutzen eigentlich diese Struktur, so wie ein großer Automat, da schmeißen wir oben was rein, unten kommt ein Ergebnis raus. Das Ganze funktioniert auch, aber in der Wissenschaft, in der harten Wissenschaft, versteht man nicht, was dazwischen läuft. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Wenn man hingeht und sagt, man hat ein Computersystem, das will Menschen erkennen, dann sieht das übrigens so aus. Das sind die einzelnen Zellen und da gibt es dann welche, die aufleuchten und andere nicht. Und man hat festgestellt, der Computer, wenn er Menschen erkennen würde, also stellt euch vor, ich wäre eine Maschine, ich würde hier den Raum scannen und überall Menschen erkennen, hat man festgestellt, auf der unteren, auf einer der Ebenen, offensichtlich reagiert der Computer auf Falten im Stoff. Das ist ein Merkmal für einen Computer zu sagen, das muss ein Mensch sein. Ich sehe es am besten, wenn ihr euch mal anschaut, ja, ihr habt irgendein T-Shirt oder sowas an und es gibt immer irgendwo Falten im Stoff. Und das ist im Moment eine total aktuelle Diskussion. Bei Google läuft die, das ist ein wissenschaftliches Paper von diesem Jahr, wo man zum Beispiel untersucht, wie schafft es ein neuronales Netz, den Unterschied zwischen einem Labrador und einer kleinen Katze zu machen. Und jetzt guckt man sozusagen ins Gehirn, in dieses neuronale Netzwerk rein und versteht es immer noch nicht. Also wenn man reinblickt, das sieht total ästhetisch aus, merkt man irgendwo, okay, da scheint es Kategorien zu geben, wo nach und nach gesagt wird, okay, gibt es spitze Ohren versus lange Ohren, gibt es irgendwelche Merkmale, aber bisher weiß man das nicht. Und das ist gefährlich. Warum? Weil, wenn man das nicht weiß, dann hat das Konsequenzen, weil wir wenden das ja an, nicht nur beim Erkennen von Bildern, aber zum Beispiel auch bei wichtigen Dingen wie einem Bankkredit. Ja? Bei einem Bankkredit ist es so, es gibt inzwischen algorithmische Banken, da gebt ihr eure E-Mail, euer Instagram oder Facebook-Profil und das System evaluiert, dieser Algorithmus, kriegst du den Kredit ja oder nein? Und ich habe so Leute getroffen, die genau das entwickeln und ich habe die gefragt, hör mal, wenn ich keinen Kredit bekomme, könnt ihr mir noch sagen, warum? Sagt er, können wir nicht. Der Algorithmus ist super, aber wir können dir nicht genau sagen, warum der den Kredit bekommt und der nicht. Und das ist total wichtig, weil wir alle, glaube ich, tief in uns spüren, wir wollen nicht eine Maschine haben, die über uns bestimmt, ne? Sondern wir wollen einen Grund haben. Wenn die Polizei dich morgen einsperrt oder verhaftet, dann ist die erste Frage, warum? Ne? Und ich glaube, keiner würde sich zufrieden geben damit, dass es heißt, weil der Algorithmus gesagt hat, du bist ein potenzieller Verbrecher. Ne? Geht ihr mit? Super. Weitere Fragen? Ja? Gibst du
ihm, Kai, gibst du ihm das Mikro? Du musst es schießen, einfach. So, wunderbar. Sagst du auch deinen Namen, bitte? Ja, ich heiße Carlo. Sie sprachen es hier gerade an bezüglich des Kredites, dass solche Algorithmen dann theoretisch auch moralische Entscheidungen oder mehr oder weniger moralische Entscheidungen treffen müssen. Das wird bei automatisierten Fahrzeugen sicherlich noch mehr Thema sein. Aber wir müssen ja als Gesellschaft letztendlich irgendeine Entscheidung treffen, wie diese Algorithmen zu den Entscheidungen treffen, kommen sollen oder ob wir zumindest in gewisser Weise das vorentscheiden, determinieren, wie diese Systeme überhaupt reagieren sollen. Ja. Wer soll das tun? Ist die Politik dafür irgendwie prädestiniert? Machen die das? Wo soll eine Regulierung eingestellt werden? Weil es kann ja auch nicht sein, dass ich über Landesgrenzen fahre, von Deutschland nach Österreich und plötzlich sollte mein Auto zumindest im theoretischen Sinne anders reagieren. Also auf jeden Fall eine gute Frage und ich rede mit euch ein bisschen über autonome Fahrzeuge, okay? Und dann wird ein bisschen klar, worum es geht. Riesenproblem heute oder ein Riesenthema ist Zukunft des Verkehrs. Warum? Im Verkehr sterben unglaublich viele Leute. Ja? Wenn ihr euch mal die Bilanz in einem Jahr anschaut, weltweit, das kann man sich kaum vorstellen, sterben 1,2 Millionen Menschen im Straßenverkehr. Also nur mal zum Vergleich, wenn man heute sagt, und das sagen die einen oder anderen, die autonome Fahrzeuge bauen, wir können vielleicht diese Zahl halbieren, dann würde das bedeuten, dass wir 600.000 Menschenleben im Jahr retten. Also es gibt gute Argumente zu sagen, okay, wir wollen autonome Fahrzeuge haben. Ja? Und wenn man darüber redet, ich probiere immer alles aus. Und ich werde euch jetzt zwei Videos zeigen und dann gehe ich nochmal genau auf deine Frage ein. Ich zeige euch zwei Videos von autonomen Fahrzeugen. Das erste ist, ich probiere sowas immer aus. Ich habe das gemacht mit einem Prototyp von VW. Also so sehen autonome Fahrzeuge aus. Unglaublich viel Computerpower. Das ist das, was viele völlig unterschätzen. Ein autonomes Fahrzeug hat etwa 120 Millionen Programmzeilen. Also das ist viel mehr als das Betriebssystem eures Computers. Es ist richtig kompliziert. Aber das ist ein Prototyp und damit mit Tempo 130 auf der Autobahn Auto überholt, selbstständig funktioniert meistens. Und jetzt zeige ich euch ein Video. Das erste Video, okay? Und das erste Video habe ich selber gemacht, bei übrigens dieser Fahrt. Ich habe eine junge Kollegin, Lisa Weitemeier, wenn ihr Quarks kennt, habt ihr die vielleicht schon mal gesehen. Und ich habe gesagt, Lisa, wenn du fährst, filme ich mit meinem Handy. Und dabei ist etwas ganz Erstaunliches passiert, okay? Guckt euch das Video an, da passierte wirklich was ziemlich Skurriles. Ich muss dazu sagen, bei diesem Fahrzeug hier ist es so, dass daneben, den sieht man nicht, eine Art Fahrlehrer sitzt, weil es ein Prototyp ist, kann der zur Not in die Bremsen gehen, okay? So, hier ist das Video. Wir fahren also auf der Autobahn automatisiert, das heißt Hände vom Steuer, Füße vom Gas und Bremse. Agiert, Gas gibt, blinkt, sich immer umgucken muss, ob jetzt einer von der Seite kommt. Und jetzt kann man sich ja eigentlich wirklich entspannt zurücklehnen und irgendwas nebenbei machen. Gar nicht schlecht. Ihr seht, es ist eine echte Fahrt. Das Auto hat andere überholt, setzt den Blinker. Aber jetzt passt auf. Und das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich die Hände ans Lenkrad mache, dann könnte ich wieder... Das hat jetzt zum Beispiel nicht geklappt. Ihr habt etwas gesehen? Es hätte fast gerumst. Das ist, ganz ehrlich, im Video viel schwächer, als es in Wirklichkeit war. Der Typ ist echt voll in die Bremsen gegangen. Ich bin fast von dem hinteren Sitz nach vorne gegangen. Weil, wenn ihr genau darauf geachtet habt, das war so ein kleiner weißer Fiat. 3 Monate später gab es einen Unfall mit einem Tesla, der hat einen weißen LKW übersehen. Also insofern, wir haben alle gesehen, wir hätten gebremst. Frage an euch, wenn die TinCon hier fertig wäre und draußen stünden autonome Fahrzeuge, wer würde sagen, kein Problem, ich setze mich rein, nur mal Hände hoch. Wer würde sagen, niemals? Okay. Wir sind uns nämlich unsicher, weil die Frage ist, wie soll ein Algorithmus reagieren? Aber jetzt zeige ich euch ein zweites Video. Das zweite Video ist ein bisschen hart, gebe ich offen zu.
Diesmal habe ich nicht die Kamera gemacht, aber die Kamera lief in einem autonomen Fahrzeug. Also ihr stellt euch vor, das ist ein autonomes Fahrzeug, was fährt und zeichnete etwas auf. Ich zeige euch das Video zweimal. Zuerst einmal, es war ein Tesla, und schaut euch an, was da passiert ist. Es gibt so ein Warnzeichen, wenn das automatische System was erkennt. Ihr sitzt in dem autonomen Fahrzeug und dieses autonome Fahrzeug hat offensichtlich erkannt, da vorne stehen die Autos und hat angefangen zu bremsen. Ich zeige euch das Video noch einmal, weil ihr euch eine Frage stellen müsst, die ich vorher auch schon hatte, Mensch oder Maschine, hättet ihr gebremst? Ja? Ich habe mir das Video oft angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gebremst, weil der pennt, also da gibt es keine Bremslichter und hier ist schon zu spät. Aber dieses Pling-Pling, sprich der Radar, der Abstandsradar vom autonomen Fahrzeug, hat das bereits registriert. Und das bedeutet, wir werden Unfälle haben mit autonomen Fahrzeugen, aber wir werden möglicherweise viel mehr Unfälle verhindern durch autonome Fahrzeuge. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie sollen die entscheiden? Diese Frage ist in Deutschland diskutiert worden. Es gibt eine oder gab eine Ethikkommission, die sich Gedanken darüber gemacht hat. Und ich will ganz kurz erklären, wie die Fragestellung ist. Stellt euch vor, ihr habt ein autonomes Fahrzeug und ihr habt eine unausweichliche Situation. Ihr fahrt auf einer Straße, ja, und auf der einen Seite steht ein LKW und auf der anderen Seite ein Kind. Wenn ihr in den LKW fahrt, ja, dann werdet ihr getötet oder ihr weicht aus und tötet das Kind und überlebt selbst. Ihr müsst eine Entscheidung fällen. Und das ist genau das, diese Dilemma-Entscheidung, weil beides Mal geht es nicht gut aus, die durchaus reflektiert wurde. Und man merkt einfach etwas, man kann Leben nicht aufrechnen. Ja? Weil die Frage ist, was ist, wenn auf der linken Seite drei Leute stehen und auf der anderen Seite nur einer? Kann man anfangen zu rechnen? Was passiert, wenn links ein alter und rechts ein junger Mensch steht? Geht man dann vor und sagt, überfahr den Alten, der hat schon viel vom Leben gehabt, lass den Jungen leben? Ihr merkt, da kommt man irgendwo auf den Holzweg. Und es gibt andere, die sagen, wir werden in Zukunft vielleicht autonome Fahrzeuge haben, die so ein bisschen funktionieren wie Medikamente, also wo es einen Beipackzettel gibt und wo man einfach sagt, okay, wenn du dich reinsetzt, kann es sein, dass das Auto dich selber überfährt, dass das Auto einen Unfall macht, so ähnlich wie ein Medikament, da akzeptieren wir das auch. Aber es wird eine spannende Debatte sein. Weitere Fragen? Vielleicht kann ich das noch einmal verfolgen, ja? Weil es kommt ja, Sie haben ja das gezeigt am Anfang, dass es immer unaufhaltsamer wird, solche Technologie, und dass es ja auch offensichtlich seine Vorteile hat. Ja. Nur, was ich mich immer frage, ist, ob es bis jetzt überhaupt schon das richtige Setting gibt, um solche Entscheidungen zu treffen. Nicht, weil sie von solch universeller, moralischer Natur sind und die irgendwie on behalf für eine ganze Gesellschaft getroffen werden und es da ja theoretisch langfristig tatsächlich Gesetze geben muss, sondern weil die auch universell sein müssen. Na klar, aber das ist natürlich eine total wichtige Debatte, weil die Kulturen unterschiedlich sein können. Also das ist zum Beispiel Beijing, das ist China, ja. Die denken vielleicht ein bisschen anders als wir, die wertschätzen vielleicht anders als wir. Aber das ist eine ungelöste Frage. Also die Frage ist da, aber es gibt keine eindeutige Lösung. Und das ist vielleicht etwas, bei dem wir als Generation uns sehr viel Gedanken drüber machen müssen. Vielleicht kann es sein, dass wir diese Frage in der Form genau nicht beantworten können, aber es trotzdem nutzen. So ähnlich wie Medikamente, wo man ja auch sagt, hey, wenn ich hier irgendein Medikament verteile, ja, dann sind vielleicht 100 Leute, die es super vertragen, aber der 101., der hat katastrophale Nebenwirkungen. Darf ich dann ein Medikament ausgeben, wo vielleicht einer von 100 oder einer von 1000 oder einer von einer Million geschädigt wird? Das sind Debatten, die wir zunehmend haben werden, aber was eben mir wichtig ist, wir dürfen das nicht machen und das passiert im Moment, nämlich wir stecken den Kopf in den Sand oder ins Wasser und versuchen es nicht zu lösen. Und ich glaube, das ist für euch einfach wichtig, nicht zu erwarten, dass es diese Jungs sind, die es lösen. Ja?
Also ich glaube, ein Merkmal der Zukunft ist, lasst die Politiker nicht entscheiden. Ihr müsst euch einmischen. Jeder von uns kann gestalten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir eigentlich alle aufgreifen und ernst nehmen sollten. Weitere Fragen, sonst erzähle ich euch eine Geschichte. Ja? Hi, ich bin Lennart. Lars? Lennart. Lennart, sorry, der Ton hier auf der Bühne ist... Ja, ich habe noch eine Frage zum Anfang von Ihrem Vortrag. Sie sagten ja, dass technischer Fortschritt unaufhaltsam ist quasi und dass er immer weitergeht. Bei Software gehe ich da auch vollkommen mit Ihnen mit. Aber ist es nicht so, dass wir bei Hardware einfach irgendwann auf Grenzen stoßen? Also Transistoren können irgendwann nicht mehr kleiner werden, auch zwischen 16 und 32K erkennt unser Auge keinen Unterschied mehr. Irgendwann ist da doch Schluss, oder? Ja, also was man machen kann, oder eine Überlegung ist natürlich zu sagen, okay, wenn ich immer mehr den Computerchip verdichte, das bedeutet, die Strukturen werden immer kleiner. Ja? Zu meiner Studienzeit war es so, da redete man noch von Mikrometer, also Millionstel Meter oder Tausendstel Millimeter. Inzwischen sind diese Strukturen so klein, dass sie gar nicht mehr aufgelöst werden können. Und es gibt da drunten im Keller irgendwann eine Grenze, die die Physik vorgibt. Also wo die Quantenmechanik sagt, das geht nicht mehr. Aber es gibt möglicherweise völlig andere Verfahren. Also den Fehler, den man oft macht, ist zu sagen, man fährt in einer Richtung weiter und spinnt sich das zu Ende und begreift nicht, hey, die Welt läuft ein bisschen anders ab. Das ist übrigens eine wichtige Eigenschaft, die, ich zeige euch drei Bilder, weil wir oft Zukunft denken und denken, das wäre im Grunde genommen das, was wir heute kennen, nur ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Vor 100 Jahren hat man das gemacht. Schaut euch diese Bilder an. Also im Jahr 1900 hat man sich vorgestellt, wie sieht die Zukunft im Jahr 2000 aus. Okay? Und das ist ganz gut, weil man kann eine Menge daraus lernen. Man hat sich im Jahr 1900 vorgestellt, dass es im Jahr 2000, hier steht Schönwettermaschine im Jahre 2000, dass Menschen bis dahin das Wetter so bestimmen können. Ja? Das war damals die Vorstellung. Wenn ich das Bild zeige, sage ich immer hier, das ist Donald Trump. Ja? Oder ein anderes Beispiel, im Jahr 1900, das ist ziemlich lange her, hat man gesagt, wie sieht Theater im Jahr 2000 aus? Wenn man das Bild genauer anschaut, merkt man, also hier war das klassische Theater, man hat sich damals vorgestellt, okay, es muss irgendeinen Apparat geben, mit dem das Bild projiziert wird und wo man es hören kann. Aber man merkt eben genau hier, wo der Pferdefuß ist. Ihr merkt ihn alle, denn man hat damals nur Lautsprecher so gekannt, wie beim Telefon, seht ihr das? Aber man wusste nicht, dass es echte Lautsprecher gibt. Und ganz nebenbei hat man eine Sache vollkommen übersehen bei dieser Zukunftsvision. Schaut euch die Mode an. Ja? Stellt euch vor, ich würde heute hier auf der TinCom sitzen und ihr werdet genau so angezogen. Dann merkt ihr, man stellt sich eine Zukunft vor, aber vergisst dabei, dass wir selber uns total ändern. Also insofern, deine Frage zur Technik ist eine, bei der ich immer sage, man muss da offen sein, weil da passieren Sachen, die zum Teil wir uns gar nicht vorstellen, aber wo wir sagen, wow, das ist etwas, was wirklich kommen wird. Aber jetzt möchte ich euch kurz eine Geschichte erzählen. Wie sieht das Buch der Zukunft aus? Weil daran kann man einiges verstehen. Das Buch der Zukunft. Wer von euch glaubt, oder ich gehe mal davon aus, dass ihr mit mir geht, dass in Zukunft, wenn alles digital wird, Bücher eher auf so einem Pad, auf so einem Kindle oder so gelesen werden und bedauerlicherweise nicht mehr auf Papier. Geht ihr mit? Okay. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr habt so ein Buch. Also ihr ladet ein Buch runter und das Buch könnt ihr auf eurem Handy oder auf einem Pad lesen. Und ich war in Stockholm in einer Firma, die Folgendes macht, eure Smartphones und so weiter, die haben alle mindestens eine Kamera vorne und hinten. Und diese Kamera erfasst meine Augenbewegung, okay? Und wenn ich unten an die Seite komme, dann merkt das System das und scrollt den Text nach oben. Das habe ich selber probiert. Ja? Also die nächste Generation wird das machen. Diese Kamera hat den Vorteil, dass sie natürlich genau lesen kann, was der User gerade liest. Kann gucken, liest er das Buch oder liest er es nicht.
nur für euch. Ich behaupte einfach mal, in etwa 7 Jahren wird Werbung nur dann bezahlt, wenn sie gesehen wird. Weil bis dahin jeder Computermonitor, jeder Laptop hat auch so eine Kamera. Wir werden getrackt. Das Spannende dabei ist nun Folgendes. Ihr fangt an, dieses Buch zu lesen. Und dieses Buch ist total packend. Ja? Das geht euch richtig ans Herz. Warum? Natürlich, wenn ein Verlag merkt, die Leser steigen bei Kapitel 3 aus, wird man sagen, okay, dann müssen wir das Buch optimieren. Das heißt, die Bücher der Zukunft können extrem optimiert werden und ihr seid hin und weg. Ihr liest dieses Buch, ihr seid regelrecht ergriffen. Irgendwann fangt ihr an zu lesen und ihr merkt, da kommen eure Freunde vor und eure Stadt. Weil das Buch kennt euch. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass das Buch den Leser verrät. Ja? Also das Buch kennt euch, ihr habt das Buch im Internet runtergeladen, also das Buch kennt euer Instagram-Profil und eure anderen Dinge, weiß, was euch beschäftigt. Ihr seid hin und weg, weil der Protagonist im Buch ist irgendwie ein Typ, der total nah bei euch ist. Vor 2 Wochen hattet ihr eine Erkältung und der Protagonist hat die auch, ja, und wünscht sogar gute Besserung. Vor 4 Wochen hattet ihr Geburtstag und der Protagonist, hey, was ein Zufall, sagt sogar im Buch genau an der Stelle, hey, alles Gute zum Geburtstag. Ihr lest dieses Buch, ihr seid hin und weg. Die Kamera in Stockholm, die ich gesehen habe, konnte sogar die Pupillendilatation messen. Was heißt das? Pupille? Die Pupille weitet sich, wenn ihr irgendetwas seht, was aufregend ist oder was total schön ist. Also es ist ein Maß für Emotionalität. Und das heißt, man kann dieses Buch wirklich emotional optimieren. Und ihr lest dieses Buch und es ist so spannend. Und in Kapitel 23 merkt ihr plötzlich, hey, ihr habt euer Frühstück-Ritual geändert. Ihr esst plötzlich Chiasamen zum Müsli. Habt ihr früher nie gemacht, aber der Protagonist macht das, ihr macht das auch. Ja? Ihr lest weiter. Bei Kapitel 33 klingelt euer Handy. Das Buch ruft euch an. Das Buch kennt natürlich auch eure Handynummer. Bei Kapitel 37 klingelt erneut euer Handy. Eine unglaublich schöne Stimme sagt euch, hallo, ich habe für dich einen Termin gemacht, denn wir haben in deinen Daten festgestellt, dass es Ungereimtheiten gibt. Du solltest zu einem Neurologen gehen. Ich habe den Termin bereits für dich gemacht. Ihr guckt in euren Terminkalender und stellt fest, der Termin ist schon drin. Ihr geht zu diesem Arzt. Und der Arzt sagt euch, gut, dass du gekommen bist. Weil, wir müssen dir zuerst einmal sagen, dieses Buch ist nicht ein Buch, so wie du es kennst. Ja? Sondern dieses Buch ist ein Buch, was von einem großen Pharmakonzern entwickelt wurde als Diagnose. Das ist eigentlich ein medizinisches Testing. Um mit all den Daten, die ihr hinterlasst, also nicht nur eure Pupillendilatation, nicht nur eure Sprache, sondern all die Daten werden medizinisch ausgewertet, um auf die Art und Weise eine Früherkennung zu machen. Und er sagt, es ist gut, dass du kommst, denn du bist gerade dabei, Parkinson zu entwickeln. Ihr seid auf der einen Seite happy, weil ihr früher erkannt werdet, aber auf der anderen Seite schockiert. Und das, was ich euch erzählt habe, ist nicht Science Fiction. Das gibt es heute schon. Parkinson Voice Initiative ist ein Wissenschaftler, der sitzt in London. Und der hat im Grunde genommen Sprache untersucht. Er fing an mit der Stimmbandoperation, geguckt, wie der Erfolg von Stimmbandoperationen ist. Und hat das übertragen, bekam einen Datensatz von einem Kollegen, da ging es um Parkinson-Menschen. Bei Parkinson ist es so, dass die Muskeln angegriffen werden, aber extrem schwer festzustellen am Anfang. Irgendwann merkt man das am Gang, aber dann ist es schon wirklich zu spät. Aber an der Stimme kann man das erkennen. Und er schafft das super gut. Und jetzt überlegt mal, was passiert im Moment, wenn wir anfangen, Bilderkennung zu machen. Wenn wir anfangen, Google oder Alexa in unsere Wohnzimmer zu lassen. Da geht es nicht nur um Assistenten. Und ich recherchiere, und das könnt ihr auch, und ich habe einfach festgestellt, es gibt im Moment Patentanmeldungen bei Alexa, die sehen so aus. US-Patentamt kann jeder nachgucken. Und da steht, ich will das jetzt nicht alles übersetzen, aber seht ihr das Wort Sniffer Algorithm? Also es geht darum zu schnüffeln bei den Leuten, um festzustellen,
Welcher Inhalt can indicate a level of interest? Also an welchem Inhalt Leute besonders interessiert sind. Ja? Oder eine andere Patentanmeldung geht hin und guckt nicht, was gesagt wird, sondern wie gesagt wird. Wie ist die Stimmlage zu Hause? Haben die Kraft oder nicht? Und was man hier hat, a habit of the individual predicted mischief of the individual. Mischief heißt, der macht Stunk zu Hause. Im Klartext, demnächst wird Alexa wissen, ob bei euch zu Hause dicke Luft in der Bude ist. Und man kann natürlich argumentieren und sagen, okay, in dem Moment ist er vielleicht nicht so offen für tolle Werbung. Ja? Also wenn ein Ehepaar permanent streitet, ist es keine gute Idee, ihnen Urlaubswerbung zu geben. Dann sollte man das vielleicht eher aufteilen und nicht Gruppentarife, ja, mit einblenden. Aber ihr merkt, das ist nicht nur Werbung, sondern es geht sehr viel weiter. Und das ist was ganz Neues. Ich meine, auch wenn das jetzt im Detail zu kompliziert ist, aber das ist gerade erschienen jetzt im Mai. Ich will euch nur das Paper zeigen. Da geht es um Prefrontal Cortex as a Meta-Reinforcement Learning System. Da geht es um Gehirnforschung. Und es geht wirklich um reale Gehirnforschung, und zwar um die Rolle von Dopamin. Dopamin ist, ich sag mal so, das Glückshormon. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr hier, ich habe es unterstrichen, ist zu klein geschrieben, aber under which the neurotransmitter Dopamin stamps in association between situations. Was passiert bei dem Papier? Man fängt an, das Gehirn und das, was Dopamin macht, zu verstehen, aber jetzt kommt der Knaller. Wer hat diese Publikation eingereicht? Nicht ein Biologe, sondern unter anderem Demis Hassabis. Wer ist Demis Hassabis? Das ist genau der Mann, der Google DeepMind gegründet hat. Ja? Das heißt, die Wissenschaftler der künstlichen Intelligenz fangen an, in die Biologie einzugreifen. Und das ist genau der Trend, den wir haben. Das heißt, wenn mein Vortrag heißt, wer programmiert wen, dann kommen wir in einen Bereich, bei dem wir feststellen, Biologie, also wir, unser Körper, die Elektronik und die Software fangen an, sozusagen eine neue Qualität zu geben. Und ich gebe euch zwei Beispiele, ein kurzes Video, bei dem man einfach versteht, wie Chemie abläuft. Wisst ihr, wieso Chemie bei euch in der Schule noch abläuft? Ja? Ich weiß nicht, wer von euch hat schon Chemie? Nur mal gerade zeigen, okay. Ne? Das ist meistens Labor, schmutziger Kittel und irgendwie Pipette, so stellen wir uns Chemie vor. Das ist aber Schnee von vorgestern. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in Cambridge und die arbeitet an sogenannten Pico-Droplets. Pico heißt, also ihr kennt das, Nano, Mikro, Milli, Nano, ne? Pico ist ganz klein. Das sind winzige Tröpfchen. Also wenn ihr einen Liter habt, ja, dann habt ihr ein Glas, also 10 hoch minus 2, ein Deziliter und dann seht ihr hier Mikro- oder Pico-Droplets. Das sind also Tröpfchen, die so klein sind, dass man sie unter dem Mikroskop kaum sehen kann. Und die werden aufgebracht auf einen Computerchip und können dann untersucht werden. Also das sind winzig, winzig kleine Tröpfchen, die können sortiert werden. Oder hier seht ihr, wie die Flüssigkeit, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, dazugegeben wird. Man kann anfangen, einzelne Tropfen einzufangen, so wie hier. Das ist sogar per Mikroskop schwer zu sehen. Wenn ihr genau, seht ihr es hier? Der Tropfen wird eingefangen und wird anschließend auf dem Chip untersucht. Und damit kann man natürlich ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel chemische Substanzen mischen, Substanzen testen oder etwas machen, nämlich scannen. Also wenn man einen Wirkstoff gegen ein Medikament findet oder für ein Medikament gegen eine Krankheit, kann man einen Scan machen. Und das ist eine absolut winzige Struktur. Und Anfang des Jahres haben die erste Erfolge gehabt, weil die nutzen diese Strukturen mit künstlicher Intelligenz und haben ein Medikament gegen resistente Malaria gefunden, einen Wirkstoff, und zwar witzigerweise in der Zahnpasta. Ja? Das ist künstliche Intelligenz. Das heißt, wir, unsere Generation, wird sehr viel stärker darüber nachdenken, nicht nur, wie profilieren wir unser Facebook-Bild, ja? Sondern wo sind die Bereiche, wo künstliche Intelligenz, wo Elektronik, wo alles das in unseren Körper reinkommt? Im Moment ist das Handy noch außerhalb. Aber ich habe bei manchen den Eindruck, das ist so wie ein Organ. Ja? Also nimm einem jungen Menschen ein Handy weg, ja, dann ist der krank. Demnächst werden viele Sachen in uns hineinkommen. Und wiederum gibt es kein Gut oder Böse. Es gibt Menschen, die Parkinson haben. Und wenn ihr einmal einen gesehen habt,
Das ist wirklich eine furchtbare Krankheit. Und wenn ich einen Chip haben kann, der mir hilft, diesen Tremor zu unterdrücken, ist das großartig. Wenn man Menschen hat, die zuckerkrank sind und eine Insulinpumpe einbauen, ist das ein Gewinn an Lebensqualität. Aber was man eben noch merkt, ist, wir werden alle immer mehr gescannt. Man kann immer mehr sagen, okay, was ist bei dem einen los, was ist bei dem anderen los? Und das geht nur, weil diese Technik so unglaublich potent ist. Ich war drüben in Stanford, bin ich oft, und da gibt es ein Unternehmen, das heißt Alka-Hest. Alka-Hest ist ein Wort, das steht für den Jungbrunnen. Also im Mittelalter gab es so die Vorstellung, so wie ein Pool. Der alte Mensch geht zu der anderen Seite rein, geht durch den Pool und kommt jung wieder raus. Wäre super, ne? Geht im Moment noch nicht. Aber in Stanford ist man dabei und sagt, okay, wir fangen an zu verstehen, wie der Mechanismus des Alterns ist. Ja? Und vielleicht können wir das Altern entschleunigen. Es gibt einige, die sagen ganz ernst, warum muss ich altern? Ja? Kann ich nicht mit Hilfe von nicht direkt künstlicher Intelligenz, sondern künstlicher Intelligenz angewendet auf den Rest, möglicherweise das Altern, den Alterungsprozess eindämpfen? Und ich habe einen Test gemacht, weil man kann natürlich sagen, gut, wie alt ist ein Mensch? Und interessanterweise ist das nicht das Alter, was bei euch im Pass steht. Man kann vom biologischen Alter sprechen. Ne? Also der eine ist vielleicht 16 laut Pass, aber vielleicht schon 17, ja, biologisch. Ich habe einen Test gemacht. Ich bin natürlich leider nicht 16 oder 17, sondern das war im letzten Jahr. Ich bin 58 laut Pass und das war eine super Nachricht. Ja? Da kam, hey, dein biologisches Alter ist 54. Wow, ja. Glaubt mir, in dem Alter macht man einen Purzelbaum. Nur, ich bin Physiker, weil ich lese das Kleingedruckte und schaut mal hier, das kann man kaum sehen, da steht 2 Standardabweichungen, also so ganz valide ist das Ergebnis nicht. Aber immerhin, stellt euch vor, was sind die Konsequenzen? Die Konsequenzen könnten sein, dass wir demnächst bei Versicherungen sagen, okay, wir nehmen all das, versichern dich und dich nicht. Ja? Oder obwohl beide gleich alt sind, muss der eine viel mehr bezahlen als der andere, weil das biologische Alter, was die Maschine errechnet hat, vielleicht älter ist. Und ihr merkt, es gibt also ein Universum von Fragen. Aber ich möchte zum Schluss kommen. Der Schluss für mich ist, was ist Innovation? Und das ist einfach ein Appell an euch. Wenn wir über Innovation und Fortschritt reden, reden wir, glaube ich, über etwas, nämlich eigentlich ein Fortschritt, ich drücke es mal ganz böse aus, einer kleinen, reichen Minderheit, meistens weiß, die irgendwas entwickelt für eine andere, kleine, weiße, reiche Minderheit. Innovation im Moment ist etwas, wo ich mich manchmal frage, hey, brauchen wir das? Ich gebe euch 2 Beispiele. Neo, ja? Ich weiß nicht, ob ihr von Neo gehört habt. Das ist ein Topf, da schüttet man Müsli rein oder irgendwas anderes und dann kann man auf dem Handy, auf dem Smartphone abgucken, wie viel drin ist und wie viel Kalorien da sind. Darauf hat die Welt gewartet. Ne? Oder hier Neuma, das ist ein Hammer. Das ist eine Uhr, die hat ein Hautwiderstandsmesser und wenn ihr die anzieht, könnt ihr ablesen, ob ihr Stress habt. Hallo? Geht es noch? Wie ein Freund aus Kenia mir immer sagt, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Ja? Das ist für mich Bullshit-Fortschritt. Das ist Fortschritt, der ehrlich gesagt völlig überflüssig ist. Und ich habe da ein Anliegen, weil ich habe selber in einem armen Land gelebt, meine Kindheit verbracht. Was machen wir für die? Was macht all Machine Learning, künstliche Intelligenz, was machen wir für die Leute? Für 20-30% der Menschen, die nichts bei Amazon bestellen können, weil sie keine Anschrift haben, kein fließend Wasser, keinen Abfluss, keinen Strom, keinen Internetanschluss. Und ich glaube, das ist einfach so ein Gebot, was wir haben, nämlich wir dürfen die nicht fallen lassen. Wir müssen Leute mitnehmen. Und das gilt nicht nur im Extrembeispiel für die Bewohner von Slums in all den Megastädten, aber es gilt auch für hier. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, die wir alle zusammen lösen müssen. Fortschritt ist in den letzten Jahren etwas gewesen, was im Grunde genommen den Reichen mehr geholfen hat als den Armen. Was im Grunde genommen auf Dauer zu einem Konflikt führt. Und den spüren wir. Und der Konflikt heißt irgendwann, wenn es so weitergeht, wenn vielleicht die Callcenter durch Roboter ersetzt werden,
wird es Menschen geben, die sind Verlierer und die müssen wir auffangen als Gesellschaft. Das ist zumindest meine persönliche Meinung und das bedeutet, bei Veränderungen solidarisch zu sein. Und wir stehen vor Veränderungen, wir verstehen und ihr noch viel mehr als viele anderen, wir stehen vor einer echten Revolution und das müsst ihr euch klar machen. Alles wird sich ändern, die Medizin, die Art, wie Bildung betrieben wird, der Verkehr, die Mobilität und wir müssen diese Gesellschaft gestalten und das ist sozusagen unser Job zusammen. Und das ist für euch einfach wichtig, lasst euch nicht drauf rein, im Grunde genommen mischt euch ein, diskutiert mit und ich persönlich glaube einfach, dass wir ein Ziel haben sollten. Jetzt kommt ein bisschen mein Traum und mein Ziel ist das hier. Das ist nicht diese Ego-Gesellschaft, das ist eine Wir-Gesellschaft. Ich glaube einfach, dass wir alle im Grunde genommen am glücklichsten sind, wenn wir anderen, wenn wir wissen, dass eine Gesellschaft gut dabei ist. Und das ist nicht irgendwie so Pille-Palle-Idealismus, sondern ich finde einfach genau die Begriffe, die oft von den großen Konzernen genutzt werden, von Google und so, don't be evil oder Facebook, ja, we want to connect the world. Nein, Bullshit, die wollen nicht connect the world. Die wollen im Grunde genommen eure und meine Daten, damit sie Geschäfte machen. Ja? Und wichtig ist an der Stelle zu sagen, hey, wir brauchen Werte, wir brauchen eine Haltung. Und meine Überzeugung ist, dass wir das zusammen schaffen, denn es gibt wirklich Tolles zu gewinnen. Jetzt kommt kurz der Werbeblock, weil ich habe ein Buch geschrieben, das müsst ihr nicht lesen, das könnt ihr auch in der Bibliothek ausleihen. Aber da befasse ich mich darin, damit und ich entlasse euch mit einem Zitat, weil es mich berührt hat, vielleicht berührt es euch auch. Das ist ein Zitat von Picasso. Picasso lebte, als es das Internet noch nicht gab. Aber Picasso sagt Folgendes und beschreibt damit uns, unsere Generation, eure Generation. Denn das ist die Generation des modernen Menschen. Und er sagt, das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens, denn diese Welt ändert sich, aller Angst des Loslassens. Leute verlieren den Job, wir machen Dinge anders etc. Und immer wenn Veränderung da ist, haben wir Angst. Bei aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeit finden. Also die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden. Das heißt in anderen Worten, wir gehen durch Phasen, wo wir nicht mehr wissen, ja, was ist richtig und falsch. Aber wir sollten uns vertrauen und offen bleiben. Und das ist sozusagen mein Appell, nicht nur an euch, sondern an uns alle. Und damit bin ich durch an einem Tag, der viel heißer ist, als ich dachte. Danke. Ranga Yogeshwar für euch.